Hey, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu ja, Surviving Mars. Wie ihr seht, es hat sich so einiges verändert. Ja, ich habe ein bisschen offline weitergespielt, wie man sieht. Ein bisschen viel. Ja, wo fangen wir mal an? Wir fangen mal ganz links an. Wir gehen von links nach rechts, so wie die Schreibweise in Deutschland. Und zwar. Ja, was kam hier dazu? Eigentlich nichts Großartiges, bis auf eine großartige Sache, und das ist das Krankenhaus von Surviving Mars. Und zwar ist es das hier, die Klinik. Ja, das kam dazu, ist ganz cool. Wir haben bis jetzt nur einen Mediziner, das muss unbedingt geändert werden, weil wir haben zwei Schichten. Und wir können ihn jetzt auch nicht die ganze Zeit durchschuften lassen. Das ist halt mega, mega assi. Deswegen, das muss unbedingt geändert werden. So, wir gehen mal weiter durch den Gang natürlich. Zack. Ist hier überhaupt wer drin gerade? Nö, es ist wahrscheinlich gerade nachts und deswegen schlafen auch alle. Ja, kam hier noch was dazu? Eigentlich nicht, nee. Okay. Hier nur ganz normal. Hier Edelmetalle und so weiter. Bla. Das kennt ihr ja alles. Schon. Hier gehen wir mal weiter. Was gibt es hier Neues? Hier Neues gibt es, dass es wesentlich mehr Ingenieure jetzt gibt. Und wesentlich mehr Personal und mehr Leute. Auch hier, also hier sind auch neue Leute dazugekommen. Hier auch überall. Ich habe wesentlich mehr neue Leute dazu gewinnen können. Außerdem wurde, da wart ihr nicht dabei leider, wurde auf der Erde von uns ein Dokumentarfilm oder generell ein Film gedreht und dadurch konnten wir ein paar Leute anwerben. Ich habe gesagt, ey, hier schickt mal ein paar Promis hoch. Ich weiß noch nicht, ob die jetzt gerade schon da sind. Warum das Ganze? Einfach aus folgendem Grund. Weil, ja, wenn ein Promi hier ist, ne, dann spricht sich das alles nochmal ein bisschen mehr rum, finde ich persönlich. So, dann nochmal ganz weiter nach rechts zu dieser Mikrokuppel. Und zwar haben wir jetzt hier auch eine kleine Kuppel, die gut versorgt ist. In der Mitte, das Herzstück ist der Einkaufsladen. Dann halt zwei Kolonien. Eine Farm und jetzt auch seit kurzem, beziehungsweise seit gestern, ein Dinner, sowie aber auch hier hinten, wo eine gerade chillt, ein Brunnen und halt so ein kleiner Durchgang. Warum das Ganze? Weil die halt hier drinnen in dieser Mikrokuppel echt drohen, einen Kollaps zu haben. Das muss ich auf jeden Fall nochmal verändern. Ich wollte die ganze Zeit, dass es verbunden wird mit den anderen Kuppeln. Deswegen dieser Tunnel hier. Dieser Tunnel hier ist übrigens auch hier angeschlossen, damit man da durchgehen kann. Ich hoffe, es macht auch jemand, weil dieser Tunnel ist eigentlich dafür da, dass man von hier auch Anschluss hat zu denen hier. Weil, Begründung, weil das hier, beziehungsweise das hier, da kann ich keinen Durchgang machen. Ich habe schon hin und her überlegt und so weiter. Sollte ich aber hier eine Kuppel hinbauen, das geht nämlich auch nicht. Ich könnte allerhöchstens hier eine Kuppel hinbauen, dann würde das aber schon wieder nicht reichen. Das ist richtig weird, einfach nur weil wir hier ja das ganze Gestein abgebaut hatten. Ich hatte es schon angeedet, aber man kann da nichts bauen. Leider. Das ist so ein bisschen doof. Aber gut, das war jetzt die Notlösung. Ich hoffe, sie funktioniert. Weil einer hat schon Selbstmord betrieben und das möchte ich eigentlich jetzt nicht noch mehr. Warum habe ich eigentlich eine Mikrokuppel gebaut? Einfach aus folgendem Grund. Weil hier Metallfabrik, also vielmehr Metallextraktor. Ja. Einfach zwei gleich hingeklatscht, damit ich noch mehr
dass ich halt gut Metall abbauen kann oder vielmehr wir Metall abbauen können. Und deswegen dachte ich, ey, so eine kleine Kuppel reicht für viele Geologen. Ja, anscheinend reicht das nämlich nicht, aber gut, jetzt weiß ich halt nicht, wie wir da weiter verfahren. Machen wir das so, dass es hier, hier quasi nochmal so ein eigenes Mikrokosmos ist und hier dann noch ein Mikrokosmos ist quasi. Das weiß ich noch nicht. Da müssen wir uns echt mal was überlegen. Was ist aber noch neu? Noch neu ist, dass jetzt die Start- und Landebahnen hier sind. Zwei hier, zwei da. Warum hier in der Mitte frei ist? Hier soll dann das Shuttle hinkommen. Also wenn wir mal woanders wo was bauen. Genau, dass das Shuttle dann halt hier hinkommt. Ja, was ist noch neu? Noch neu ist, dass wir hier uns von den gröbsten Depots getrennt haben. Also zum Beispiel Beton und hier war ja auch alles voll mit Treibstoff und so. Dafür habe ich jetzt hier die Lager errichtet. Einmal hier von Beton. Da kann man schon mal sehen, man kann 4000 Blöcke Beton hier lagern. Wir haben 795. Da ist also auf jeden Fall noch Platz. Und es verbraucht nur Strom. Deswegen ist auch hier angeschlossen, ne, wegen dem Licht. Und das Schöne, das kann man jetzt gleich hier nochmal sehen. Wenn ich jetzt einfach mal auf Play mache, was dann passiert. Denke ich doch mal. Das wollte ich mal ganz kurz vorführen, was dann passiert. Wenn das hier voll ist, dann wird er nämlich aktiv. Genau, zack. Und dann baut es gleich automatisch ein. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen, dass auch jetzt die ganze Zeit, könnt ihr jetzt weitermachen. Und der Kran, sag ich mal, der schwingt nämlich auch nach links und rechts. Deswegen auch hier diese Türme. Und einen Durchgang gucken wir uns noch an. Und dann spielen wir mal weiter. So, noch ein. So, der nimmt mich immer zu 4. Genau. Das wollte ich nur kurz gezeigt haben. Genau, davon habe ich jetzt erstmal nur die Sachen genommen, da wo wir am meisten von hatten. Also von Nahrung ging ja so, aber davon haben wir ja auch schon relativ viel. Beton hatten wir massig. Und Treibstoff hatten wir massig. So die kleinen Sachen wie zum Beispiel Metall, davon haben wir jetzt übrigens auch recht viel, durch die zwei Metallextraktoren. Da habe ich jetzt erstmal so gelassen, dass wir das oft im Depot stapeln, weil wofür brauchen wir dafür schon ein Lager, davon haben wir noch nicht so viel, deswegen. Genau, und das ist alles gerade so neu. Ja, genau. Jetzt ist meine Frage, wie wollen wir weiter verfahren? Ich hatte nämlich schon überlegt, entweder man macht das folgendermaßen, man wartet jetzt erstmal ab, ob der Tunnel sich bewährt, ob da überhaupt wer durchgeht. Das wäre meine Alternative. Also entweder wir warten das jetzt erstmal ab kurz oder wir machen gleich Phase 2. Und Phase 2 beinhaltet eigentlich, dass wir ja, dass wir die Kuppeln hier fortsetzen, also dass man zwei separate Lebensräume schafft, einmal hier rum um den Berg, also dass man hier so weiter baut, einmal ringsrum, zack, dass man die Landebahn dann nochmal umändert, indem man die Landebahn halt hier um den Berg auch rumklatscht, sag ich mal. Also 4, 1, 2, 3, 4. Oder, und dann halt hier dasselbe, nur halt mit anderen Kuppeln. Das könnte man halt so überlegen. Da hätte ich dann vorgeschlagen, dass man zwei kleine und zwei große Kuppeln macht. Das heißt, hier eine große und da eine kleine und hier dann halt die normalen Akkumulationskuppeln oder wie die auch immer heißen, dass man die Runden hier rum macht. So, ja,
Weil, ja, das wäre so eine Überlegung halt, die ich so getroffen hatte. Dann hätte ich jetzt aber so als Vorschlag, dass man das vielleicht so machen könnte, dass man hier das erstmal nochmal auflöst, vielleicht. Aber dann müsste man. Oh Mann, das ist alles so ein bisschen schwierig. Da muss man sich echt nochmal einen Kopf drum machen, wie man denn hier weitermacht. Vor allen Dingen haben wir auch ein Wasserproblem. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wie wir das hier mit dem Wasser regeln, weil da habe ich ja auch schon nicht umsonst drei Wassertürme hingebaut, weil die hatten echt ein Wasserproblem, als ich noch nicht aufgenommen hatte. Deswegen, da müssen wir echt mal gucken. Aber vor allen Dingen gucken. Gucken wir mal so. Da sind ja 10 und da sind ja 9 Leute. So, da sehen wir jetzt, dass die meisten sind ja hier drinnen. Da sehen wir auch, die sind Kollaps gefährdet. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine zweite Kuppel. Wo wir halt einfach sowas wie ein Freizeit-Fitnessstudio, Fitnesscenter oder so machen. Aber bislang geht halt keiner durch diesen Tunnel durch. Und das nervt mich, weil dieser Tunnel hat echt relativ viel gekostet. Also jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie machen wir das? Machen wir Variante 1 oder Variante 2? Das ist so die Überlegung jetzt. Beides wäre natürlich effektiv. Keine Frage. Beides wäre natürlich verdammt effektiv. Ich muss mal kurz überlegen. Ich melde mich gleich nochmal wieder, wenn ich meinen Gedankenblitz habe, wie die 90er-Jahre-Kids noch verstanden haben von Jimmy Neutron quasi. Da muss ich mal ganz kurz überlegen. Aber wir hören uns gleich. So, eine Stunde ist vergangen. Und ich habe jetzt deutlich, deutlich rumexperimentiert. Wie man sieht, ist hier deutlich jetzt so ein Krater, sage ich mal. Zwischendurch hatte ich hier auch mal geschafft, eine Kuppel hinzusetzen. Da war aber dann das Problem, dass ich hier keine Verbindung machen konnte und hier keine Verbindung machen konnte, weil das alles zu uneben ist. Also habe ich immer weiter rum experimentiert. Ich habe Rampen gesetzt. Ich habe also Rampen im Sinne von, dass das halt alles angeebnet ist. Ich habe hier überall alles eben gemacht und es wurde immer größer und größer das Loch. So. Der Beweis dafür ist übrigens hier, dass hier auch ein bisschen was angefräst wurde. Das Loch wurde immer größer und größer und es hat sich nichts getan. Also musste ich überlegen, wie wollen wir das Ganze jetzt hier fabrizieren? Und die Lösung ist ja, ist nicht simpel, es ist ein riskanter Plan. Aber ich denke mal, es ist ein guter Plan. Denn wir werden hier drum herum bauen, um diesen Berg. Und hier drum herum bauen, um diesen Berg. Das hier müssten wir dann ebnen. Mal vielmehr hoffen, dass es klappt. Auf jeden Fall der Plan war, dass man hier so die großen Kuppeln macht. Also so zwei, drei nebeneinander. Da dann quasi so eine Großstadt draus errichtet. Und dann das halt damit verbindet. Das ist so eine Idee gewesen.
Das hier wird dann erstmal ignoriert und hier quasi dann neu aufgezüchtet. Das heißt, dass es so zwei Lager gibt. Einmal hier so eine Art Stadt und Kolonie und einmal hier dann eine Kolonie. Und hier in der Mitte kommt dann die Stromversorgung hin. Also die, die noch da ist, und die versorgt dann beide Städte, sag ich mal. So als Idee. Aber wir müssen ja erstmal ganz kurz gucken. Das gucke ich jetzt nochmal ganz kurz. Wir müssten das ja alles ebnen. Eigentlich. Sollte man das aber ebnen, ich hoffe, dass man dann da auch bauen kann, weil wenn nicht, dann wäre natürlich Schwachsinn. Machen wir das mal so. Und dann fahren wir mal den Drohnenkommander, der gerade noch hier zuständig ist, fahren wir mal dahin. Einfach damit ihr das mal seht, wie das dann so gemacht wird. Weil hier kann man noch nicht bauen. Und das ist eigentlich so eine Idee gewesen von mir. Und das war auch das, was ich da hinten gemacht habe. Und ich hoffe, da wo alles grau ist übrigens. Ich hoffe, dass man das jetzt irgendwie, dass wir das so hinkriegen ein bisschen. Es wäre natürlich schon schön, wenn man dann hier auch bauen könnte, weil dann könnte man hier wirklich eine Großstadt bauen und das dann nach da hinten verfrachten. Es wäre eine Idee, aber ob es klappt, ist halt so eine andere Sache. Man sieht hier deutlich den Unterschied dann. Ich glaube, ich bin das auch falsch angegangen. Ich glaube, ich hatte das... Ja. Das Problem ist, ich hatte, glaube ich, diesen Punkt, da wo ich schon eingerissen war, hatte ich als Orientierungspunkt gesetzt. Also sprich, alles wurde dann nur noch flacher und das war einfach nur Schwachsinn. Und wenn ich das jetzt aber versuche, wieder zu gerade zu machen, dann kriege ich das nicht wirklich hin, leider. Aber mal gucken. So sieht es jetzt aus und jetzt gucken wir einfach mal, ob man da theoretisch was bauen könnte, wenn man wollen würde. Alter, nee, ne? Shit. Das ist nicht gut. Eigentlich sollte sich da gleich drum gekümmert werden dann. Oder? Mhm. Also Notiz an mich selbst, keine Mikrokuppeln mehr. Das ist echt nicht leicht.
Das ist echt nicht leicht, absolut nicht. Ist ja alles nur gerade ein grobes Konstrukt, was ich machen will. Das heißt, damit es auch alles schön in seiner Ordnung ist, will ich eigentlich. Muss ich jetzt noch einen Drohnenhub noch mal kurz bauen? Es muss halt alles eine Ordnung haben. Das ist so ein bisschen, schwierig. Weil da geht es jetzt gleich weiter. Zack, bis hierhin. Da bauen wir dann also noch eine Kuppel. Das heißt, diese Kuppel kommt da eigentlich weg. Weil das sieht jetzt nicht gerade so schön da aus, wenn da so ein kleiner Knick ist. Beziehungsweise doch, die kann da bleiben, aber dann muss das halt angepasst werden. So. Da mache ich dann eine Kuppel hin. Da kommt dann auch nochmal eine Kuppel hin. Und dann kommt dann hier schon die großen Kuppeln hin. Dann als nächstes muss das hier, dieser ganze Konstrukt, auf die andere Seite. Und diese Kabel müssen mal ein bisschen sortiert werden. Weil das sieht einfach nur scheiße aus. Auf gut Deutsch gesagt. Dann müssen die ganzen Sachen eigentlich mal ein bisschen nach da hinten gelegt werden. Aber das können wir noch nicht, weil man kann ja nicht Sachen irgendwie den Standort wechseln lassen, leider. Das ist halt so das Problem. Aber wir machen erstmal ganz kurz. Dieser Drohnenhub kann nämlich abgebaut werden. Erstmal. Dann kann das hier erstmal abgebaut werden. Das hier kann abgebaut werden. Und das hier kann abgebaut werden, weil wir alles noch genügend haben. Also Treibstoff meine ich jetzt. Das hier auch. Und dann das dazwischen logischerweise dann auch. So. Soweit so gut. Gehen wir mal hier auf diesen Ausschalten-Button. Der kann dann erstmal eingesetzt werden. Zack, 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 zack. Das sind alles die Rohre, die jetzt überflüssig sind. So. Das heißt wiederum, wir haben ja hier die Versorgung eh, das heißt, wir müssen das hier schon mal nicht mehr beachten. Na. Das hier nicht mehr, das hier nicht mehr, das hier nicht mehr. Den brauchen wir erstmal auch noch nicht. So, das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Aufladestation bräuchten wir jetzt auch erstmal nicht. Die kommt dann später wieder dazu. So. Dann haben wir hier mal wenigstens ein bisschen Ordnung, weil das sieht ja, sah ja nicht mehr schön aus. So. 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 Gut. Bislang. Beziehungsweise nicht gut, weil man kann ja noch. Kommen die noch an die Depots da dran? Ja, die kommen noch locker da dran, das ist gut. Dann machen wir das doch mal folgendermaßen, dass wir. Obwohl doch, das macht noch Sinn. Dann kann man hier nämlich noch was hinrichten und so. Das macht noch Sinn, okay. So, weit so gut. Das hier ist noch ein bisschen unnötig, beziehungsweise das kann wieder nötig werden, wenn wir da halt wieder was hinbauen. So. Okay. Das wäre das eine. Was schon mal wäre.
Was ist hiermit? Warum wird das denn nicht mal repariert? Reparaturkosten 10 Polymere. Haben wir denn die überhaupt? Nein, das ist es nämlich. Ah ja, okay. Dann müssen wir mal Polymere holen, würde ich mal sagen. Nachschub. Müssen wir aber jetzt erstmal kurz gucken, was brauchen wir denn noch außer Polymere. Wir brauchen erstmal Polymere, logischerweise. Zack, 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 zack. Das sind so 25, denke ich mal, ganz gut. Dann Maschinenteile, kann man auch nicht genug von haben. Das Ding ist halt, uns geht langsam das Geld aus und das ist das Doofe. Metalle haben wir genug, Beton haben wir genug, Drohnen haben wir genug. Das alles haben wir genug. Fertige Gebäude sollte eigentlich auch reichen. Also erstmal diese Sachen, die wir brauchen. Resources are low. Ich weiß. Wobei das mit den Lager und beziehungsweise das macht auch noch nicht so viel Sinn hier gerade mit den Landeplattformen, weil das Lager ist ja hier. Deswegen müssten wir eigentlich hier eins hinbauen. Eine Landeplattform. Auf jeden Fall muss ich wahrscheinlich jetzt gleich die Aufnahme erstmal beenden und ihr werdet das dann nächste Woche nochmal sehen und dann können wir uns auch wirklich dem Spiel wieder widmen. Ich glaube, dieses Chaos muss ich erstmal selber bewältigen und nächste Woche seid ihr dann dabei, wenn es heißt, wir bauen einen komplett neuen Sektor auf, quasi. Also das hier alles neu da hinten. Weil das hier war jetzt erstmal nur eine Plan- und Baufolge. Und da ging es jetzt auch. Hier müssten wir hinbauen. Wobei das auch schon wieder zu weit weg wäre, glaube ich. Wir müssten eigentlich ringsrum um die Stadt herum müssten wir eigentlich was errichten, wie ich das richtig sehe. Das wäre zu nah dran. Ich will das jetzt noch kurz geklärt haben. So, einer senkrechten haben eigentlich. Macht das. Der Perfektionist kickt gerade, wenn ich sowas sehe. Es geht noch. Wir können ja schon die erste Rakete auf der neuen Landeplattform landen für das Lager. Und dann sind sie auch gar nicht mal so weit weg von der Kuppel. Das ist gar nicht mehr so doof.
Es wäre natürlich auch eine Überlegung gerade wert, wenn man hieraus generell die Stadt baut. Aus dem Ganzen, was wir jetzt hier gerade planen. Und dass das hier nur eins von vielen Mikrokuppeln ist, die halt die Arbeiterklasse quasi macht. Also sprich, dass man hier das so weitermacht. Dass das hier alles nur um Rohstoffe geht. Klar, dass man nicht komplett so einen Nervenzusammenbruch hat, wie jetzt neulich der Typ jetzt eben gerade. Dass man nochmal ein bisschen was dazwischen baut, so eine normale Kuppel. Oder halt von hier eine Verknüpfung an die Stadt baut. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das könnte man dann, naja, hier nicht. Aber dann könnte man das hier zum Beispiel auch machen. Wäre eine Möglichkeit. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollen würdet. Aber das wie, ey, das wäre ja mal richtig die Idee. Ich habe schon wieder so viele Pläne, ne? Also ich muss echt mich da ein bisschen bremsen. Als erstes bauen wir jetzt hier erstmal die Stadt hin. Sollte das natürlich eine coole Idee sein. Also ich denke mal, das könnte man so bringen, weil hat man hier zweimal Beton. Einmal Metall. Da hinten hat man Metall. Wäre das quasi wie so ein Arbeitergürtel. Aber man macht das auch. Wollte auch, wenn man das so macht. Wäre das so ein Arbeitergürtel quasi. Das wäre gar nicht mal so verkehrt, denke ich mal. Ich habe schon wieder teuflische Pläne, ey. Aber egal, das sehen wir alles in der nächsten Folge, wenn es heißt, wir bauen, ja, eine Stadt. Eine Großstadt. Bis dahin, ciao.